Freunde. Diese Woche schaffen wir leider kein neues Video auf YouTube, weil wir haben diese Woche dieses Gewinnspiel mit dieser Jahreskarte. Wir sind jetzt schon teilweise immer wieder am Auswerten abends. Wir schaffen das wirklich nicht, weil das sind mittlerweile über 900 Kommentare und das kriegt man alles ja gar nicht hin. So, deswegen haben wir uns dazu entschieden, nochmal ein Filetier-Video reinzustellen, und zwar das damals vom Cremchen. Das vom Cremchen, das hat er sehr, sehr gut gemacht, sehr, sehr toll. Wir haben da, ich weiß nicht, was die hatte, 4-5 Kilo hatte die Lachsforelle. Das haben wir filetiert, beziehungsweise der Cremchen, und das hat er richtig, richtig top gemacht. Ihr hattet auch, also ihr habt den da ganz doll gelobt, der ist auch richtig gut angekommen. Wir werden das nochmal reinschneiden, beziehungsweise reinsetzen. Ich denke, da sind wir auf einer guten, das machen wir eine gute Sache mit. Nächste Woche dann wirklich filetieren, störfiletieren und in Kotelett schneiden. Ja, man möge uns verzeihen, der Tag hat nur 24 Stunden, aber ich denke mal, das ist ein tolles Video. So, seid gespannt, freut euch, hier kommt's. So, Freunde, jetzt machen wir ein Video. Wie filetieren wir? Das ist der Dirk. Servus. Cremchen meinte, er kann das. Ich bin davon überzeugt, dass er das kann. So, man fängt natürlich erstmal an, neben der Flosse einzuschneiden. Muss natürlich immer schön gucken, dass man ein Messer hat, was scharf ist. Ja, und geht dann bis zu der Rückengräte. Achtet darauf, gerade bei größeren Forellen, ja, dass ihr nicht zu tief kommt. So, schräg ansetzen und an der Rückengräte schön entlang schneiden. Filetieren ist keine Hexerei. Ja, man muss aber trotzdem ein bisschen Gefühl für haben. Und dann klappt es auch mit dem Nachbarn. So, ja. So, und jetzt durchstechen. Sobald man am Hintern angekommen ist, sticht man einmal durch und zieht es dann bis runter. Genau, so zieht man es runter bis zur Flosse, zack, alles wunderbar. Und jetzt schaut euch mal an, was man dann hat. Ist das herrlich? Männer, das ist herrlich. Die Forellen am Steinbachtal, kann ich euch sagen, wie es ist. Steril, Topfische, das war jetzt zum Beispiel eine 6,5 Kilo Forelle. Ich würde sagen, Lappen ist gelungen. So, reinschmeißen. Herr Cremchen, würden Sie mal ein bisschen ordentlich mit dem Fisch umgehen? Vielen Dank. So, heißt mit anderen Worten, andersrum genau das gleiche. Und ganz wichtig, immer schön den Daumen vor dem Messer haben. Ganz genau, weil wenn es ab, dann ab. So, bisschen hochhalten den Lappen, auch wieder bis zur Rückengräte. Und einfach schön durchziehen. Achtet immer darauf, dass der Fisch gerade liegt, weil liegt der Fisch schief, schneidet ihr schief. Es ist einfach so. So, und jetzt einmal zack durchziehen. Schaut's euch an. Herrliches Filet. Jetzt könntet ihr noch Folgendes machen. Leg mal hin. Pass auf. Jetzt könntet ihr entweder, ja, genau, entweder so einfach einschneiden. So. So, und dann kann man mit dem Löffel, kann man da oben das, was man nicht abgekriegt hat, kann man da noch rauskratzen. Kann man ein super tolles Tatar draus machen. Ja. Einen schönen Streifen rausziehen, sieht richtig, richtig, richtig gut aus. So sieht's aus. So, und was jetzt noch übrig bleibt, ist, ja, nichts. Aber ihr kennt es ja nicht anders. Wenn der Dirk was macht, dann lässt er gerade in Sachen Essen, lässt du mal halt nichts übrig. Ja, man darf nichts verschenken. Ganz genau. So, und jetzt kann man halt aus diesem Stück Tatar, beziehungsweise kann man auch noch Lackstreifen machen. So, dann sucht man sich die Mittelgräte, beziehungsweise die Bauchlappengräten. Die sucht man sich raus. Der Dirk, der hat das direkt so gemacht, dass man sich gar nichts raussuchen braucht. Da ist nichts. So. Super. Machen wir aber trotzdem noch hier, ne? Weil hier hängt noch eine Gräte. So. Aber das soll euch der Dirk zeigen. Einmal die schöne Gabel schön ansetzen, ruhig ein bisschen reindrücken. Die Gabel tut euch gar nichts, überhaupt nichts. Guckt euch das an. Jawohl, sehr schön. So gehört sich das. Ruhig bis unten hinwegschneiden alles. Jawohl. Sehr schön. So ist das richtig. Herrlich, herrlich.
So, dann klappst du das um, weil dann hast du dahinter, komm mal her, das machen wir auch mal, halt mal einmal fest. So, hier hinter fängt dann irgendwann an, irgendwo die Haut an, dann ist das Fleisch so dünn. Am Kante, an dieser Kante geht man lang und zieht den einfach so hier durch. Das kann man wegschmeißen und jetzt habt ihr einen wunderbaren geraden Schnitt. Das gleiche machen wir hier nochmal. Einmal hier an festhalten. So, dann schneidet man das hier runter. So und einfach zack, zack und weg ist der Lappen. So, und jetzt sagt doch mal, Männer, ist das ein tolles Stück Fleisch? Ja, ja. Cremchen hat was am Knie und nicht am Daumen, wie ihr seht. Kommt gleich bei Facebook rein, macht den Daumen. Mitarbeiter des Jahres will ich werden. Ja, das wird einfach bei zwei Mitarbeitern. Oder sagen wir mal so, die Chance ist recht hoch. So, jetzt kommen wir zur anderen Seite. Die andere Seite ist dann schon ein bisschen tricky. Na? Aber auch das kriegt der Dirk hin. So, oben wieder ansetzen. Jawohl, sehr schön. Man kann gar nicht glauben, dass in so viel Kraft so viel Gefühl sitzt. Ist aber so, Jacqueline kann es bezeugen. So, wieder schön runter und achtet immer darauf, dass das Messer, wenn ihr das runterführt, dass ihr das hoch gegen die Gräten zieht. Warte mal. So, immer schön hoch gegen die Gräten ziehen, hier, also nach oben weg. Warum? Dann schneidet ihr nicht unten ins Fleisch, sondern seid gewiss, dass ihr immer oben an der Gräte entlang ordentlich langzieht. Jawohl, siehst du, so sieht das aus. Ja, was soll ich sagen? Der Dirk kann halt. Ne? So. Jawohl. Guck dir das an. So wird dann Schuh draus. Herrlich. So, und jetzt immer wieder kontrollieren. Genau. Jetzt kontrolliert ihr wieder, wie weit seid ihr mit den Gräten raus. Ja? Ihr seht, da fangen schon wieder die hellen Stellen an. Das heißt, das ist alles Haut, das braucht keiner. Messer ansetzen, zack, einmal abschneiden. Komm mal her, nochmal einmal den Samurai. So, jetzt drehen wir das ganze Ding, weil viele sagen, das hier ist nicht weiter schlimm. Sehe ich anders, ich möchte dieses Fett nicht haben. Deswegen Zange wieder oben ansetzen, schön runterschneiden. Ja, so runterschneiden, schön. So, der erste Schnitt, dann geht man mit dem zweiten Schnitt bis durch, zieht's raus. So, und fertig ist der Fisch. So sieht's doch gut aus. Machen wir hier mit der Seite genauso. Heißt, hier runterschneiden, schön am Fett entlang, weil das ist was wir bei so einem Fisch nicht brauchen. So, gehen wir hier nochmal lang. So. Zack, zack, zackig, mach dich nackig. Ich würde sagen, Operation gelungen. Fisch filetiert, Finger ist noch dran. Haben wir alles richtig gemacht. So, Endprodukt sind diese zwei wunderschönen Lappen. Die haben, ja, armlang. Und glaub mir, der Cremchen hat keinen kleinen Flügel. Der hat schon einen großen Flügel. So, so sieht's aus. Ich hoffe, wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen was zeigen. Um Gottes Willen, macht's nach. Achtet aber immer drauf. Einmal diese sogenannte Imkerzange ist ideal dafür. Ein Messer, was sich immer ein bisschen biegen lässt. Scharfes Werkzeug ist das A und O. Greift nicht mit den Fingern in das Fleisch, drückt es runter, damit ihr hier runter filetieren könnt, weil ihr macht mit den Fingern, dötscht ihr das schöne Fleisch kaputt. So, Freunde, wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen was mit auf den Weg geben. Wenn ihr wollt, wir fangen, könnt ihr diese Fische natürlich auch hier. Wenn ihr Probleme mit Filetieren habt, könnt ihr jederzeit uns ansprechen. Ja, danke fürs Zuschauen. Habt einen wundervollen Tag und lasst euch euren Fisch schmecken.